Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Transportfieber Europe Edition, besser gesagt Projekt 2000 Transportfieber Europe Edition. Wir sehen gerade unseren ICE, der hier rausfährt in Richtung, ich glaube, der wird die Straßenbahn treffen, oder? Bumm, Krach, Unfall. Ja, dieser Übergang muss ich nochmal gucken, ob ich den später nochmal überarbeite. Aber ein Übergang wird in dieser Folge verschwinden, das kann ich euch versprechen, nämlich der hier. Und Musik wäre nicht schlecht. Ne? Ein bisschen Musik kann nie schaden. Die werden wir jetzt auch glatt mal anschalten. So, kommen wir ein bisschen weiter. Das Lied haben wir schon tausendmal gehört, das Anfangslied. So, wo die Musik irgendwie, die Musik ist ja bei Transportfieber auch immer dieselbe, aber irgendwie bleibt die, ist sie schön als Hintergrundmusik und dudelt so im Hintergrund. Und ich finde die jetzt nicht nervig. Wenn ihr die nervig findet, sagt mal Bescheid. Ich finde die nervt nicht. Die ist einfach entspannt. Es gibt so Musik, die einfach nach einer Zeit nervt. Die gehört nicht dazu, meiner Meinung nach. So, wir, also ich möchte euch jetzt, oder möchte mit euch jetzt zusammen die S-Bahn bauen. Und zwar die S-Bahn München-Nürnberg als Kombination, weil hier München und Nürnberg, ja, hier soll ja München noch wachsen. Das wächst ja hier gerade so in einem. Die bayerische Stadt sozusagen. Deswegen bauen wir jetzt hier eine S-Bahn, habe ich mir gedacht. Das ist wahrscheinlich so schlau. Franken und Bayern können sich doch gar nicht so ab, oder? Also Franken sagen ja immer, also Bayern sind ja immer dann. Ich glaube, die haben irgendwie einen Clinch. Obwohl Franken ja eigentlich auch Bayern. Obwohl, das darf man nicht sagen. Nein, sind keine Bayern. Keine Ahnung, ich kenne mich nie aus. Ich wundere nicht. Entschuldigung. Ich glaube, die sind im Clinch. Oder zumindest spaßeshalber. So historisch bedingt. Nun gut, hier teilen sich eine Stadt. Wo ja Franken, wie gesagt, auch in Bayern liegt. Obwohl liegt ganz Franken in Bayern? Oder gibt es auch Teile, die irgendwo anders drin liegen von Franken? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. So, wie gesagt, falls jemand aus der Region kommt, kann mir ja mal einen historischen Überblick über die Konflikte zwischen Franken und Bayern geben. Nein, muss man nicht. Wenn ihr das machen wollt, gerne, aber gut. So, ich wollte jetzt hier, wie gesagt, die S-Bahn bauen. Wir fangen im Hamm, im Münchner Hauptbahnhof an. Und ich hoffe, es ruckelt nicht mehr so stark wie in den letzten Folgen. Ich habe vermutet, dass es, oder ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mir nachgeschaut, es sieht sehr, sehr flüssig aus jetzt die Aufnahme, dass ich letztes Mal wohl in ganzer Bildschirm einfach aufnehmen bei OBS eingestellt habe, statt einer Spielaufnahme. Und in der Spielaufnahme läuft das wesentlich besser und ruckelt nicht. Und scheinbar ruckelt es, wenn ich so eine schnelle Bildschirmaufnahme mache. Das habe ich wohl falsch eingestellt gehabt letztes Mal. Und daran hat es gelegen, dass es in den letzten zwei Folgen so geruckelt hat. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Aber jetzt, wie gesagt, wir wollen jetzt auch mal loslegen. So, was müssen wir wegnehmen? Das müssten wir eigentlich wegnehmen, weil hier so ein Bahnhof hin, finde ich. Ich würde die eigentlich jetzt gerne stehen lassen. Schaffen wir das? Wenn wir dieses Teil da stehen lassen, wir müssen mal gucken, was wir nehmen. Die beiden Gleise kommen eh weg, da fährt nämlich die S-Bahn durch. Eventuell müsste ich da auch nochmal gucken, dass ich da links die zwei Gleise dran vorbeiführe an der Station, weil ich nämlich überlege, ob hier noch später von Zürich noch ein Zug hochfährt. Aber wir gucken. So, jetzt brauchen wir einen kleinen Bahnhof. Ich würde sagen, wir nehmen einen kleinen regionalen Bahnhof von, ich weiß nicht, wie der Brandon, ist das Brandon der Hersteller? Keine Ahnung, den kleinen Regionalbahnhof, den ich sehr, sehr schön finde. Moderner, das ist der Niederlande. Niederländischen Bahnhof können wir auch in die Niederlande setzen, würde ich sagen. Wo ist er? Er ist auf jeden Fall hier drin, da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich nämlich den schon testweise gebaut habe. Bahnhof Faso, Fersen, Bahnhof. Moderner Regionalbahnhof, da haben wir ihn. Den meinte ich. Der halt, wie gesagt, auch schon bei uns einmal am Strand stand, wer sich daran erinnern kann, war der Strandbahn von alten Let's Play, was ich immer noch ein bisschen schade finde, dass es damals verschwunden ist oder dass es nicht mehr funktioniert. Damals die Strandbahn. So. Eigentlich brauchen wir hier auch keine Hochgeschwindigkeitsgleise auf der Strecke. Wollen wir den jetzt hier so reinbauen? Komm, das machen wir einfach, weil ich gerade überlegt habe, weil hier eigentlich noch andere Züge später durchfahren sollen, aber ich finde das so ganz schön. Hier rauschen dann die ICEs auf der anderen Seite auch direkt vorbei. Dann versperren wir nicht zu viel vom Platz und können dann hier wieder angrenzen, anbauen. So, wir brauchen eine zweispurige Straße. Ich habe ein bisschen viele Straßen, ich weiß nicht, ob das letzte Mal schon war, dass ich so viele Straßen hatte durch das neue Set, was ich mir noch installiert habe. Mal gucken, ob ich das teilweise wieder rausnehme, ob es überhaupt wieder geht. Naja gut, aber auf jeden Fall haben wir jetzt, obwohl, nein, das nehmen wir nicht wieder raus, weil das richtig geil ist. Entschuldigung, nein, nehmen wir nicht wieder raus. Das ist so, weil wir jetzt so viele Straßenmöglichkeiten noch haben. So. Vielleicht. Ja, jetzt haben wir hier eine breite Straße, ne? Aber es geht wahrscheinlich nie anders. Dann brauchen wir bitte. Nee, nicht. Dann Tramlinien. Elektrische Trams, genau.
Und eine Busspur bitte auch. Jo, weil dann die Trams ja extra ein bisschen Platz haben. Genau, sehr schön. Dann haben wir den Bahnhof hier schon. Ich würde sagen, dann nehmen wir hier mal die Schnellgeschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitsgleise raus. Können wir das machen oder müssen wir die alle wieder wegnehmen? Nee, das geht. Sehr schön. Das geht, glaube ich, aber auch erst seit dem neuesten Update. Was nehmen wir denn hier mal? 160er Gleise, ne? Würde ich sagen. Werden wahrscheinlich nicht ausfahren müssen, aber dann sehen die wenigstens älter aus. Ich mag es nicht, wenn die Hochgeschwindigkeitsgleise hier liegen und eh nicht gebraucht werden. Ist nicht meins. So. Das sieht schon besser aus für so eine S-Bahn-Strecke. So. Dann würde ich sagen, binden wir das hier noch eben an. Das ist unsere erste Station. Ich habe mir schon einen Streckenverlauf überlegt, wie ich das am besten baue. Ist aber ganz sinnvoll, wenn man sich das vorher ein bisschen überlegt, damit man nicht völlig ins Blaue hineinbaut. Das ist zwar auch ganz schön, aber so hat man natürlich schon mal ein Netz, wo man lang baut. Ich werde es ein bisschen verändern, als ich eine Testversion gebaut habe, aber das habt ihr eh nicht gesehen. Deswegen habe ich ein bisschen was ausgetestet. Dann merkt man dann auch, an welchen Stellen brauche ich einen Bahnhof, wo ist es wichtig, wo ist es unwichtig. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch so einen kleinen Bahnhof, der... Oder wollen wir hier... Komm, wir nehmen hier oben noch so einen anderen Bahnhof hin. Vielleicht sogar mit einer Bahn, die noch von Berlin kommt. So einer Regionalbahn oder so. Vielleicht später. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier mal ein bisschen größeren Bahnhof. Nehmen wir 3 Gleise. Können wir ein bisschen länger machen. 120 Meter, ja. Tatsächlich 3 Gleise eingestellt. Wo ist das dritte Gleis hin? Spiel. Müssten da nicht 3 Gleise liegen? Jetzt sind 3. Was ist denn das? Ganz normaler Bahnhof, okay. Warum sind die jetzt bei 3 Gleise da? Das verstehe ich nicht. Das ist ja mal gut. Probieren wir es nochmal den Bahnhof, vielleicht geht das hier besser. Uah, nein. Hier sind aber leider keine, das war viel zu lang, hier sind leider keine Dingsbahnhöfe möglich. Keine, ja, das sind 80, das sind keine 80 Meter sind. Ja. 16. 8 plus 18, 16. 16. Also, das wird fast ein bisschen zu lang. Ich würde lieber 120 gerne haben, nicht 160 Meter. Was nehmen wir? Haben wir noch einen anderen Bahnhof hier? Na komm, dann nehmen wir... Warum auch immer? Ich verstehe nicht, warum der hier, nicht hier diesen anderen Bahnhof baut. Nehmen wir den Advanced hier, kommt der hat bestimmt 120, oder? Ne, hat auch noch länger 160. Aber wir können den ein bisschen andrehen. Auch geil, Kurve. Kommen wir jetzt mit einer scharfen Kurve in eine andere Richtung. Geben dann 160 Meter drauf. Ja, und dann aber 3 Gleise, bitte. Ach, das war die Kurve. Oh, ja. Muss immer klacken, wo man diese blöden Tracks hier einstellt bei den neuen Bahnhöfen. Da weiß ich überhaupt nichts von. So. Main Track. Das hier. So wollte ich ihn haben. Genau, sehr schön. Keine Hochgeschwindigkeitsgleise. Hat der Hochgeschwindigkeitsgleise? Sieht irgendwie so aus, ne? Side Street. Ja, da machen wir hier noch einen Ausgang. Gute Idee. Kurve haben wir, Main Track elektrisch. Ja, wo haben wir denn die Hochgeschwindigkeitsgleise? Side Connection. B-Side Electric. Ja, beide alle elektrisch. Finde ich jetzt irgendwie nicht. Highspeed Tracks oder so müsste das ja heißen. Bin ich jetzt blind? Na gut. Bauen wir erstmal so hin. Jetzt wirklich Hochgeschwindigkeitsgleise, ne? Ja, sieht ein bisschen vielleicht nicht so geil aus, aber gut. Können wir jetzt erstmal die ändern. Schaffen wir das auch so hier irgendwie rein, ne? Guck mal, ist so groß. Okay, habe ich mir fast gedacht. Ein bisschen nach links versetzen. Können wir nicht überhaupt versetzen? Dann bauen wir ihn neu. Irgendwie konnte man die doch auch versetzen hier. Ich bin ziemlich sicher, dass man die versetzen konnte irgendwie.
Wir müssen halt nur gucken, dass die S-Bahn auch wirklich so eine scharfe Kurve machen kann. Krümmung zu groß, ich hab mir fast gedacht. Das geht nicht. Ah, scheiße. Ja, dann nehmen wir diesen gekrümmten Bahnhof wieder weg. Doofe Idee, kommt wieder weg. Wir nehmen einen kürzeren, geraden Bahnhof. Oder wir nehmen einen kürzeren Dingsbums. Das war 80 Meter. Sagen wir, 80 Meter sind eigentlich zu kurz, weil ich, wie gesagt, hier später auch andere Regionalzüge eventuell halten lassen wollte. Geht aber nicht. Dann nehmen wir erstmal 80 Meter. So. Jetzt mit drüber gehen, sehr schön. Sehr gut, ein bisschen, außerdem mag ich das, wenn er so ein bisschen geschwungen ist, die Bahnhöfe. Dann möchte ich ganz gerne, dass die S-Bahn abtaucht. Mal wieder eine Unter... jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade den Sound gehört, weil ich mein Mikrofon die ganze Zeit hier so ein bisschen verrücke. Verrückt, wie ich bin, hahaha. Dann würde ich die S-Bahn gerne abtauchen lassen. Und zwar würde ich hier den Bahnhof unterirdisch bauen. Da nehmen wir einen. Hier würde ich eine Station wahrscheinlich setzen, um Übergang mit dem Tram zu haben. Das haben wir hier alles noch abgedeckt. Ja, hier Übergang Tram. Dann hier hinten wahrscheinlich. Oder hier zumindest. Auf jeden Fall vor dem Ikea, weil hier sehr viele Leute kommen. Und dann hier hinten nochmal enden lassen. Oder reinfahren lassen. Ich weiß nicht, ob wir hier auch nochmal einbauen am Güterbahnhof. Ich glaube, hier lassen wir später noch eine Tramlinie fahren oder so, wenn es nötig ist. Das machen wir so. So. Müssen wir den Teil leider hier wegnehmen. Denn da kommt unsere neue Station hin. Haben wir hier überhaupt eine Möglichkeit, viergleisig zu bauen? Nee, geht nicht. Dann müssen wir hier ein bisschen schmaler werden mit der Tram hier. Nee, geht nicht anders. Na gut, das ist jetzt der, den suchen wir nicht. Wir suchen jetzt schon, müssen ja schon den nehmen. Wir haben leider keine vierspurige Straße als Möglichkeit, oben auszubauen. Und tiefer müssen wir ihn eigentlich auch nicht bauen, finde ich. So. Dann nehmen wir hier nochmal eine andere Straße. Mittlere Straße, bitte. Jo, da haben wir die hier, bitte. So. Sehr gut. Einen Busspur müssen wir dann eigentlich nicht haben bei so einer Zweispurigen. Das ist immer etwas doof. So, jetzt nochmal. Jetzt geht's. Boah, das ist, manchmal ist das echt doof mit dem, dass es dann irgendwann nicht funktioniert. Ich muss dann noch einmal mal erklären. Warum sind jetzt da oben eigentlich tatsächlich kam Tram? What the fuck? Habe ich dir nämlich gesagt, also Tramgleise oben drauf setzen? Habe ich hundertprozentig eingestellt. Elektrisch, ja, danke. Hau die mal. Dankeschön. Sehr gut. Dann können wir den jetzt vielleicht auch mal anschließen. Genau, sehr schön. Vielleicht kommen wir dann über den Teil, das sieht auch doof aus, wenn der Teil hier nur so ist. Nehmen wir den Teil auch nochmal und bauen ihn so ran. Genau, sehr gut. Dann würden wir hier oben die Tram halten lassen. Wo haben wir denn hier Trambahnhof? So. Der müsste hier eigentlich noch den. Hat er den überhaupt noch aktiv? Wir müssten erstmal gucken, ob er den noch aktiv hat. Dass der den direkt hier übernimmt, in die Linie mit reinnimmt. Wir schauen mal eben. In die Tramlinie, wo haben wir denn Tram hier? Die müsste das sein. Die Straßenbahn. Ja, die ist drin. Sehr schön. Bahnhofstraße, passt sogar. ist zwar nicht der Hauptbahnhof, aber immerhin ein Bahnhof. Den haben wir jetzt hier unterirdisch. Sehr gut. Ach, den haben wir ein bisschen lang vielleicht sogar, ne? Wie lange haben wir denn jetzt gebaut? 160 Meter, 80 Meter würden eigentlich reichen. Jetzt motzt er wieder rum. Dann lassen wir ihn lang. Dann ist er halt ein langer Bahnhof hier drunter. Ist jetzt auch nicht schlimm. Zum Beispiel wie in Halle Neustadt hier. Da ist auch so ein ewig langer Bahnhof. Für so eine kleine S-Bahn, die da hält. Aber es liegt wahrscheinlich noch aus DDR-Zeiten, vermute ich. Dass sie damals mal so einen alten. Oder so damals da irgendwelche anderen Züge, durch irgendwelche großen Güterzüge oder so. Irgendwelche längeren Personenzüge, dass die irgendwie weitergefahren sind. Oder dass da auch wirklich große Personenzüge gehalten haben. Sonst hätten sie den Bahnhof nicht so lang gebaut. Das ist halt so ein mega langer Bahnhof. Jetzt haben wir hier einen kurzen, wo wir eigentlich lang haben wollten. Und da wo ein langer ist, da wo ein kurzer sein sollte, ist ein langer. Okay, ja, kann man auch machen. Bisschen sinnlos, aber gut. Können wir die jetzt wenigstens noch auf drei Gleise ausbauen? Dass wir eventuell hier lange Züge noch halten lassen können. Dann wird es nur Segment. Ja, war klar. Ist egal. Dann bauen wir jetzt weiter. Nächster unterirdischer Bahnhof. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen dem unterirdischen und dem anderen unterirdischen. Das ist mir völlig egal. Ja, glaube ich ja. Okay, vielleicht ist der andere einfach für ältere Zeiten. So, 80 Meter reicht wie. Obwohl 80 Meter, eigentlich wäre es cool, wenn das länger, aber hier haben wir auch 80 Meter. Ne, dann müssen wir 80 Meter erstmal einbauen und Straßenbahn.
S-Bahn sozusagen Verbindung. Vielleicht kann man auch so eine Expressbahn bauen, dass man hier sozusagen eine Expressbahn baut, die hier so von da reinfährt, dann hier hält. Mal gucken. Nur so eine Idee. So, dann haben wir hier da noch eine S-Bahn, eine Haltestelle. Und dann vor Ikea würde ich auf jeden Fall eine bauen hier, weil hier so viel Betrieb ist. Man sieht da schon, wie viele Leute hier immer rein und rauslaufen. Jetzt geht's gerade, aber sonst sind das, hier sieht man die Massen. Und da müssen wir eigentlich eine Verbindung bauen, dass die auch vernünftig da rein und rauskommt. Deswegen würde ich sagen, ich dürfte nächstes Mal wieder Outer City auf der Seite öffnen, damit ich sehe, wie lange ich aufnehme. So, könnte ich aber, ach ja, kann ich ja mittendrin machen. Ihr seht das ja gar nicht, wenn ich das mache, fällt mir gerade ein. Haha. So. Kriegen wir den möglichst gerade hin, dass die Straße hier nicht so eine komische, blöde Kurve macht. Kriegen wir hin. Oh, habe ich jetzt Tramgleise gebaut. Wahrscheinlich kriege ich sie jetzt nicht wieder weg, wegen Nulllinie. Nee, oder Null, irgendwas mit Null. Irgendeine Null. So, dann müssen wir hier eine kleine Kurve bauen. Nein, ich wollte da keine Straße bauen. Ich wollte einen Steigung zu groß. What the fuck? Krümmung zu groß, ja. Das habe ich fast gedacht. Ja, geht auch runter. Warum willst du überhaupt oben bleiben? Verstehe ich nicht, Kerl. Jetzt kommt wahrscheinlich die Steigung. Nee, geht sogar. Sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier die Verbindung. Jetzt habe ich natürlich überlegt, ob wir hier wieder eine längere nehmen. Nee, das lassen wir jetzt so. So, dann ist zwar einmal jetzt ein längerer Bahnhof. Warum auch immer. So. Und dann würde ich die ganzen hier gerne in einem... Das ist der Ostbahnhof, ne? München... Ja, das... Nee, Westbahnhof. Gibt es einen Westbahnhof? Ich kenne nur den München-Ostbahnhof, ehrlich gesagt. Aus dem Train Simulator. Aber das müsste ja dann Westbahnhof sein. Wir nennen einfach... Ich gebe wahrscheinlich auch einen Westbahnhof in München, oder? Falls jemand aus München kommt, kann er mir das mal sagen. Aber wir machen das ja eh nicht so ganz... Genau hier, das ist so eine unterirdische, so ein City-Tunnel nenne ich den mal, so wie in Leipzig gibt es in Nürnberg wahrscheinlich ja nicht, wo die S-Bahn durchfährt, wie wir jetzt gebaut haben. Aber wir haben es einmal gemacht. Ich weiß, dass es in München sowas gibt, also da ist auch so teilweise unterirdisch. Aber, so genau habe ich mich da noch nicht mit beschäftigt. So, dann brauchen wir hier einen Bahnhof, einen großen. Was haben wir denn, nehmen wir denn dafür ein? Also als Umsteigemöglichkeit würde ich den Bahnhof ganz gerne nehmen. Vielleicht ist so ein Dresden, also so ein Dresden-Neustadt. Nein, den wollen wir nicht nehmen. Neustadtbahnhof, wollte ich sagen. Die gehen ja, genau, die funktionieren. Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, aber nein, no risk, no fun. 160 Meter, ist das zu kurz? Ist das zu kurz? Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich später die Regio-Züge einsetzen muss, weil da echt teilweise viele Leute mitgefahren sind letztes Mal. Nehmen wir 240, dann haben wir, sind wir auf der sicheren Seite. Zwar einen langen Bahnhof, aber es ist ja auch ein Fernverkehrsbahnhof. Der TGV soll da zwar nicht halten, aber vielleicht lasse ich ja noch einen SBB-Bahn fahren. So eine Runde mit SBB. Oh komm, lass mal dann später noch eine SBB-Bahn fahren, die dann eventuell sogar hier oben Richtung Nürnberg Hauptbahnhof fährt. Oder wollen wir die bis Berlin durchfahren lassen als SBB-Bahn? Die dann hier irgendwie, na, wir gucken mal. Überlegen wir uns da nochmal. 4. Ja, 4 Gleise mindestens. Sogar sagen 5, dann lassen wir 4. Ja genau, 5 brauchen wir auf jeden Fall, weil wir nämlich ein Durchgangsgleis bauen. Ein Haltegleis, also die Durchgangsgleise werden die schnellen sein. Da wird der TGV durchrauschen, hier auf 1 und 2 wahrscheinlich. Wo ich finde es besser, wenn der umgedreht ist, ehrlich gesagt. Nochmal wegnehmen. Ja, sorry. Drehen wir den mal einmal. Ah, nee, ach, dann haben wir hier kein... ist auch doof. Nee, dann lassen wir es so. Habe ich gerade nicht drüber nachgedacht. Ja, haben wir es richtig gebaut? Nein, warum auch? Zack, nochmal weg. Nochmal wieder weg. Dann kommt der hier hin. Müssen wir nachher noch Station benennen. Dann hoffentlich nächste Folge der Mitfahrt mit der S-Bahn schon machen können. Weil, fühle ich ganz gerne. Jetzt haben wir natürlich diese schöne gerade Strecke für Dings verändert. Aber gut. Die ist dann halt so. Aber die fuhr eh nur 160 drauf. Ach, da liegt was. Liegt noch Schiene im Weg. Jetzt geht es eh nur auf 160 ausgebaut. Irgendwas, irgendein Grund. So. Ist der noch als Nürnberg markiert hier unten oder ist der schon Zürich jetzt hier? Ne, Nürnberg abzeigen, sehr schön. Sehr gut, der TGV wird jetzt hier unten durchlaufen. Dann wird hier oben der, der Schweizer Regionalzug A durchfahren. Genau so.
Und der wird dann hier auch halten. Ganz einfach eine Umstellmöglichkeit Richtung Zürich, dass die nicht alles mal Hauptbahnhof gondeln müssen. So, sehr gut. Hier müssen wir natürlich dran denken, Linksverkehr. Den haben wir ja bis München hier Linksverkehr gebaut, was vielleicht auch nicht ganz realistisch ist, aber ich wollte jetzt nicht nochmal die hier zwischendurch wechseln lassen. Wir könnten natürlich von München nochmal das Gleis wechseln lassen, aber das würde, glaube ich, nur für Chaos sorgen. So, Linksverkehr, also hier das Signal. Und hier das Signal. Dann nochmal hier reingehen. So. Also hier das Signal. Ach ja, ich habe immer noch keine vergessen, deutsche Signale zu installieren. Muss ich vielleicht nochmal irgendwann an alles ersetzen. Wird dann ein Spaß. Wird dann so eine Offscreen-Arbeit. So, 160 Meter, das wird unser Endgleis für unsere S-Bahn, die jetzt hier ankommt. Die werden wir dann unterirdisch hier abtauchen lassen und werden dann da in den IKEA-Bahnhof. Hier lohnt sich kein Bahnhof mehr, meiner Meinung nach. So. Also bis die abgetaucht ist hier vernünftig. So. Bahn, kannst du nicht mal abtauchen? Wie lange brauchst du denn zum Abtauchen zur Hölle? Was ist denn los? Warum braucht ihr denn so ewig lange, um hier vernünftig runterzugehen? Da, jetzt ging's. Sehr schön. Hier, komm hoch mit dir, blöde Bahn. Das will nicht, okay. Wir müssen wahrscheinlich erstmal so ein Stückchen geradeaus gehen. So, dann langsam hoch. Hoch, 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 hoch. Nein, das geht noch nicht. Dann müssen wir bis hier, würde ich sagen, unterirdisch, ja. Und dann hier hoch. Vielleicht geht das so. So. Passt das? Nein, geht nicht. Dann müssen wir die Straße da auch wegnehmen. Ist eh unwichtig. So. Entschuldigung. Bin noch ein bisschen erkältet. So, hier daneben. Gleis 2 und dann hier rauf. Sehr geil. Guck mal einer an. Obwohl, vielleicht können wir so ein bisschen oben. Nee, komm, das lassen wir jetzt so. Jetzt haben wir hier den Dingstunnel genommen, ne? Mit den. Was haben wir auf der für eine Röhre? Der auf der Röhre. Okay, dann nehmen wir hier den. Ich mag den. Lass uns den einfach nochmal nehmen. Aber das ist schwarz, ne? Sieht auch nicht schön aus. Also, ich meine jetzt, dass der nicht so einen Durchgang hat, von wegen hier. Wie die anderen halt. Dann nehmen wir den nochmal wieder weg. Es tut mir leid, aber ein anderer Übergang. Können wir den jetzt nicht auswählen? Was ist denn jetzt los? Warum können wir den nicht auswählen? Der will unbedingt seine Türmchen haben, okay? So, nochmal das Ganze. Ach, jetzt geht's wahrscheinlich wieder nicht, weil Transport-FIFA, ne? Grund dafür brauchst du ja nicht, dass es nicht funktioniert. Wieder, das regt mich immer auf, wenn einmal was funktioniert und dann geht es wieder nicht, weil man weiß nicht warum. Es ist ja ein bisschen, ja, alles nur mal wegnehmen hier. Blöde Scheiße. So. Steige, jetzt ist sie. Och. Was ist denn jetzt los? Jetzt ernsthaft, jetzt geht das. Bau mir bitte den Tunnel, danke. Ich will nämlich da reingucken können. So, ich muss jetzt mal wirklich mal gucken, wie spät wir es haben. Kann man jetzt nicht bei OBS irgendwo sehen? Tatsächlich 24 Minuten. Da haben wir noch 3, 4, 5, 6 Minuten. Obwohl, eigentlich muss ich die Folge heute noch rausbringen, deswegen. Ja. Also, wenn ihr das seht, wird wahrscheinlich direkt an dem Samstag rausgebracht, wo ich es auch aufnehme. Also, hallo aus der Gegenwart. Kommt ja auch nicht so häufig vor. Meistens sind ja so ein paar Tage immer dazwischen, bis sie raus sind. Auch jetzt mit der besseren Leitung. Hat aus dem Grund, um ein bisschen besser planen zu können. Es kommt auch Folgen, zum Beispiel, es kommen bald ETS-Folgen, die ich auch schon seit Ewigkeiten raushauen wollte. Die sind bestimmt schon ein halbes, na Quatsch, 2, 3 Monate alt.
Habe ich aber irgendwie noch nicht geschafft, die rauszubringen. So, wir können die... Da haben wir jetzt auch einen Tram drauf gebaut, ne? Kriegen wir die hier weg? Wahrscheinlich. Nein, geht nicht. Tram nicht wieder weg. Das geht. Sehr schön. Lassen wir Tramgleise mal wieder weg. Brauchen wir hier erstmal nicht. Mittlere Straße, kommen die binden wir direkt hier vorne mit an. Ich mag es immer, wenn es so Kreuzungen gibt. Wirklich. Och, jetzt habe ich den auch. Ich wollte keine Tramgleise. Dankeschön. Dann hier so rauf. Nein, komm, nehmen wir das mal hier so drauf gehen. Genau. Sehr schön. Gut. Dann nehmen wir hier die Tramgleise mal eben weg. Tramgleise wegnehmen. Dankeschön. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Ja, dann können wir eigentlich schon mal die... ja, hinten haben wir schon was hingesetzt. Da können wir dann die Sachen kaufen. Dann wollen wir erstmal die Linie erstellen. Schaffen wir das noch, die Sachen zu kaufen? Dass wir die S-Bahn noch sehen, die ich kaufen werde. Das müsste eigentlich dann noch gehen, oder? Komm, wir starten dann. Wir starten aber trotzdem am Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Dann hier. Nürnberg. Hauptbahnhof. Zack. 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 Ikea. Hier. Und zurück. Hin und zurück. So, ich frage mich, ob ich viele Signale brauche. Eigentlich kaum, finde ich, weil wir hier so viele Bahnhöfe auf der Strecke haben, dass wir eigentlich kaum signalisieren müssen. Hier brauchen wir auf keinen Fall, hier auch nicht. Hier ist ein bisschen länger, würde ich aber trotzdem lassen. Obwohl, komm, damit wir einen vernünftigen gleichen Abstand haben, machen wir hier mal den hier. Auch wenn es im Tunnel ist, ist nicht so schlimm. Hier haben wir da, und dann passt das auch. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich, hier haben wir es angebunden, ne? Genau. Dann müssen wir hier vorne noch ein Signal hinstellen. Ich weiß nicht, was das Signal da soll. Da steht dann auch völlig falsch, weil ich ja wahrscheinlich später erst die Weiche gebaut habe. Dann brauchen wir hier noch eine Kreuzweiche oder so eine Weiche, um Möglichkeit zu geben, hier wieder zurückzukommen, ne? Fällt mir gerade auf. Weil das sind die beiden Gleise, die jetzt hier rüberkommen, das ist gut, aber wir brauchen auf irgendeine Möglichkeit, hier nochmal rüberzukommen. Das geht das so. Das geht sogar sehr gut. Dann... oder wenn wir jetzt hier sagen, den hier einstellen, mit Kreuzweiche, ich weiß nicht, wo die jetzt, ich schau mal eben, wo die jetzt raufgehen würden, ob ich, nein, die würden eingleisig fahren, das wäre natürlich Quatsch. Naja, sie könnten jetzt auf das Gleis, das wäre sinnlos, ich bräuchte das eher in die Richtung, andersrum. Dann nochmal hier wieder wegnehmen. So, also ich finde schon ganz sinnvoll, dass das da vorne, ging das nicht gerade? Ach nee, das war aber nicht drauf, okay. Kommen zu groß, nee, und jetzt wird's, gibt's das wieder nicht mehr, Kollision, genau, kommen zu groß, okay. Dann müssen wir das nachher machen. Doof, aber ist nicht, geht nicht anders, so. Naja, kommen wir dem mal erstmal das Signal da weg. So, zack. Ja, gut, dann nehmen wir hier auch Hochgeschwindigkeitsgleise, warum auch immer. Können wir dann ja auch eventuell nochmal wieder wegnehmen. So, dann hier ein Signal stellen. Nein, nicht in die Richtung. Hier ein Signal schon in die Richtung. Dann würde ich aber auch gerne sehen, dass ihr zweigleisig fahrt. Warum fahrt ihr denn jetzt nicht zweigleisig, Leute? Gut, dann müssen wir jetzt hier dem sagen. Linie 2 hier. Alle sichtbaren, das müsste Linie 2 sein. Schlauköppe, fahrt bitte von Nürnberg. Der heißt nur Nürnberg, okay. Dann hier entlang. Das will er nicht. Was? Was? Warum denn nicht? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Hä? Was? Warum nicht? Hä? Ich habe es auch nicht falsch eingefügt. Ach, jetzt habe ich die gesamte... Darth Vader schlägt wieder zu. Linie 2. Hauptbahnhof. Den hier. Der Hauptbahnhof. Der. Unterirdisch. Der hier. Der. 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 Und wieder zurück. So, fährt er jetzt trotzdem eingleisig? Natürlich fährt er trotzdem. Was? Warum? Das musst du mir echt nochmal erklären, warum du jetzt nicht die Möglichkeit siehst. Vielleicht das Signal zu weit vorne, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich nehme das Signal mal ein Stückchen zurück. Ein Stückel. So. Ein Stückchen zurück. Nee, will er nicht.
Warum möchtest du das nicht? Kannst du es mir erklären? Das verstehe ich gerade nicht. Hier Übergang. Du hier rüber wechseln könnt auf Gleis. Und dann fahren Richtung Hauptbahnhof. Du wirst stehen, Junge. Ich schwör, Alter. So, jetzt reicht's aber mit der Assi, mit dem Assi-Slang. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Entschuldigung. Verstehe ich gerade wirklich nicht. Oder liegt's hier hinten dran, dass der das... Habe ich hier hinten noch nicht? Doch, hab ich doch. Hier wird's doch von zwei... Habe ich hier irgendwo ein Stück... Wahrscheinlich irgendwo ein Stück Gleis vergessen. Komm, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Strecke. Hier ist verbunden, Übergang. Da ist Übergang auch verbunden. Hier. Jo, verbunden. Verbunden. Ah, der Übeltäter gefunden. Sehr schön. Ach, und jetzt geht's... Spiel. So, nicht 300, 160, bitte reicht völlig aus. Mehr schaffen die eh nicht. Die schaffen nur 120, oder? Die Münchner S-Bahn oder 160, ich weiß es nicht ganz genau. Ist uns für uns aber auch Schnurzpiepe. Die halten sie eh so auf, die werden eh nicht schneller als 30, 40 fahren können oder so. So. Obwohl S-Bahn ja gut beschleunigen. So, jetzt aber, mein Freund. Dankeschön. Gut, dann haben wir es jetzt. Dann haben wir jetzt die Linie 2. Dann nehmen wir die noch um, S-Bahn München-Nürnberg. So, S-Bahn München-Nürnberg. Dann würde ich noch die Züge kaufen, würde mir ein oder zwei angucken und würde dann nächste Folge die Mitfahrt machen. Bei 31 Minuten, wir müssten es eigentlich beenden. Komm, wir schauen uns noch einen Zug an, den ich jetzt... Ich sehe hier einen besonders schönen Zug, außerdem rechts schauen wir uns nächste Folge an. So. Ich habe hier nämlich einiges zur Auswahl. Ich habe hier nicht nur die normale Bahn, sondern ich habe auch noch ein paar spezielle. Habe ich die schon, die spezielle Edition? Schauen wir noch gar nicht. Verdammt. Doch, hier zum Beispiel die 40 Jahre S-Bahn München Variante. 136 Kapazität. Wie lang ist die Bahn? Wo steht das? Ach, kann man ja so sehen. Genau, man kann das hier gar nicht drin sehen. Öfter Transportfläche, dann bist du so 68 Meter fast. Dann setzen wir die jetzt mal ein auf die Linie 2. Danach kommt natürlich noch weitere. Nee, S-Bahn-Linie heißt die S-Bahn München-Nürnberg, genau. So, wir könnten ja auch S1 München-Nürnberg nennen, da vielleicht noch eine andere Bahn nehmen. Lassen wir die mal hier rausfahren und mit dieser Bahn sage ich Tschüss, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge und freut euch schon mal auf die Mitfahrt. Cheerio!